Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von der Demo von Welcome to Paradise. So, ich sehe gerade, ich mache mir gleich noch mal ein paar Verbände. So. Jawohl, so, und dann sollen wir eine Waffenwerkstatt hier bauen. Verteidigungsanlagen, Antennenmast, Waffenwerkstatt bauen. Nach rechts, links. Gut. So, mit der Waffenwerkstatt können wir jetzt nämlich ein paar Sachen machen. Herstellen. Die können wir auch upgraden. Da können wir dann sicherlich mehr Waffen machen. Also, ich würde auf jeden Fall erstmal die Keule machen wollen. Die seltene Luftpistole. Jawohl, die hat nämlich mehr Bums. Und die rüste ich mir dann aus. Also, das rüste ich aus. Und die seltene Luftpistole. Also die Zombies können wir irgendwie mit den besseren Waffen nicht ausrüsten, habe ich festgestellt. Warum auch immer. Vielleicht muss man die leveln, vielleicht geht es in der Demo nicht. Ich habe keine Ahnung. So, und das heißt, öffnen. Also ich habe. Oh. So, Stöcker können wir hier auch mal reinpacken. Und das. Ach, er sammelt weiter. Sehr schön. Ich nehme das mal auseinander. Und ich würde mir gerne noch mal ein bisschen Rüssi machen. Warte mal. Mir fehlt noch die Arme und die Beine, ne? Herstellen. Ach so, mir fehlt auf jeden Fall noch Blätter. Baue mit Holz betriebenen Generator. Gebäude. Verteidigungsanlagen, das sind einfach nur Wände, aber da brauchst du immer eine P Metallplatte. Antennenmast. Holzgenerator bauen. Geh mal weg. Ja, mal gut, dass der hier nirgends hinpasst, ne? Deswegen eigentlich. Ich muss ein bisschen, braucht er mehr Platz? Hier, dann gehen wir hier hin. Versorge den Generator mit Energie. Errichte einen Antennenmast mit in einem Holzfällergebiet. Jawohl. Dann machen wir das hier. Holzfäller, Gebäude, Antennenmast bauen. So, sehr schön. So, dann haben wir hier die Kiste und den. Jawohl. Stelle den um. So, in der Nähe sammeln musst du die Antennen. Ja, also pass auf. E. Konfigurieren. So, jetzt können wir hier Antennenmast. Zahl der Zombies. Das kostet nämlich Geld. Antennenmastradius. Machen wir mal 4. Grüßen. So, die jetzt das Holz sammeln. Meiner ist blau.
Und die machen wir mal gelb, dass ich weiß, die sammeln. So, dann werde ich denen auch mal eine Rüstung verpassen. Ich habe leider bis jetzt nur die. Und auch eine Waffe, dass sie sich verteidigen können. So, sie sollen sammeln. Patrouillieren. Benutzen. Im Kampf. So, Beeilung, Selbsttodfall einschüchtern. Stellen, um Holz zu sammeln. Ich habe den Antennenmast aber schon aufgestellt. Oh, das hatte ich bei. Ja, jetzt hat das. Von deinen Zombots, also die packen das jetzt hier in den Speicher. Und das, was hier drinne ist, wird wohl automatisch benutzt hier, ne? Wenn ich jetzt sage, E, öffnen. Verbrauch pro Stunde 300. Bestätigen. Ein. So, warte mal. Also, so wurde es mir zumindest erklärt. Ja, ich bekomme jetzt einen Anruf. Du sollst nicht sammeln. So, dass das jetzt hier automatisch funktioniert. Ne, das, was hier im Lager ist, dass das automatisch verbraucht wird. Schauen wir mal. So. Ich bin Level 8. Mit Level 10 kann ich noch eine bessere Pumpgun machen. Da, sie sammeln Holz. Ich möchte jetzt erstmal den Pilz sammeln. So, okay, dann macht mal. Jetzt muss ich mal irgendwie zu so einem Kommunikationsteil. Wo ist denn hier eins? So, jetzt mache ich erstmal diese ganzen Markierungen hier wieder weg. Okay, Kommunikationsteil. Da. Oh, ich muss die Waffe. So. Oh, diese Dinger. Die säbeln einen immer um, das finde ich sehr. Nein! Nein! Ist meiner schon wieder tot? Ich hoffe, ich kann ihn jetzt wiederbeleben. Das ist meiner. Ja, jetzt geht's wieder, ne? So, lass mal sammeln hier. Verstärker, Verstärker. Verstärker und Schrott. Da gehen wir gleich dran. Ich will erstmal den Loot hier aufsammeln. Du brauchst eine bessere Rüstung, das sage ich dir.
Aber die müssen wir erstmal zusammensammeln, ne? So. Jawohl, ich bleibe. Hello, Jeff Tusk here, owner of Paradise, the H2 lunar base, and much more. We've just detected your presence in the park. You won't be able to stay very long. The invasion is growing outside the perimeter. It'll be a tidal wave and complete carnage for any survivors. It's the end for Paradise, the end for Earth. All inhabitants have been evacuated to the H2 lunar base. We're safe and comfortable here. Humanity's future is up here, not down there. Let me think. We could come back to find you. Our rockets can land almost anywhere. You just need to build a launch pad strong enough for us to land and launch off again. If I remember correctly, we used a material that was suitable for reinforcing the fence around Paradise. Build the structure for us and let me know when it's done. Okay. Finde die Metalllegierungsplatten. So, das ist einmal da und einmal da. Dann würde ich sagen, wir teleportieren uns dann da mal hin. Wo ist meine Base? Ja, ich bin richtig. Wir teleportieren uns dann da mal hin. Hallo, ihr Lieben. So, einmal. Genau, einmal würde ich hier mal mich hin teleportieren wollen. Und dann lass mal gucken, wir müssen einfach mal runter. Einfach mal runter. Was leuchtet da? Habe ich noch irgendwelche Skills? Nein. Nee, Skillpunkte habe ich keine mehr. Also wir müssen jetzt tatsächlich hier das aufmachen. Und ja. Wir schauen mal, ne? Ja. Ey, der neue Knüppel, ne? Der ist mega. Die alle tot? Jawohl. Irgendwie hat man dann die Platte automatisch. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich die jetzt explizit aufgesammelt habe. Jetzt zuppelt es wieder ein bisschen. Ja, heil mich mal bitte. Danke. So, da ist eine schicke Kiste. Zombie-Maskenpanzerung. So, die nehmen wir doch gleich mal. Die hat 6 Schutz. Und ich bin ganz hübsch geworden. Dann werden wir das hier mal zerlegen.
Dann habe ich nämlich vielleicht ein paar Blätter. Da müsste ich mir noch ein paar ne, Armschutz. So, ich brauche für die Arme Seile. Was ist denn mit der Beine? Ja, ich kann aber wieder nur mal ein Ding schützen, ne? Wir nehmen mal linker Arm. So, dann kann ich nämlich auch mehr ab. So, das war das Erste. Bam, bam, bam. So, ist ja noch Loot, ja. Blätter brauche ich. So, dann haben wir alles, ne? Ja. So, und dann müssen wir zu dem nächsten. Ja, einfach hoch. Einfach hoch. Jetzt ist der Kopf da. Mal hier. Ho, 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 ho. Wir müssen da runter. Denk mal für Alan Tusk. The conquest of space. Work on artificial intelligence, neural implants to make humankind more efficient and orderly, and research into rebuilding the DNA of extinct animals. These are just some of the examples of Alan Tusk's legacy. Legend has it that Alan Tusk came up with the idea for his first inventions, Power Everywhere and Mega Hoop, while on a camping trip in this very spot, which took an unfortunate turn when he ran out of food and electricity during the night. 20 years later, he was building the first prototype for Power Everywhere, a reversible electric induction charging matrix in this very forest. This revolutionary technology replaced electric outlets in all modern buildings, and its powerful electromagnetic field even increases life expectancy. As demonstrated by all the studies we have published. Never be afraid of the dark again, with power everywhere. You are also standing on top of the first prototype for another invention, the Mega Hoop, an ultra-fast pneumatic delivery system for small, medium, and large packages. Rollout of the Mega Hoop across the country was suspended after protests from the United Delivery Person Coalition, who saw it as a threat to the primary source of employment worldwide. Thankfully, Alan Tusk presented his arguments and the many advantages of the technology, and the rollout resumed with a successful delivery rate of 84%. Alan Tusk chose to be cryogenically preserved here, under this monument, close to his inventions. Naja. So, ups, da ist noch was. Aber ich brauche Blätter. Blätter, Blätter, Blätter. Guter Hackingham. So, dann gehen wir hier runter. Ah, guck mal, da ist noch mal Salbei. Thank you.
Aber für meine Rüssi brauche ich Blätter. Also Blätter ist wirklich. Hat da irgendeiner geschossen? So. Ich sehe gerade, bei mir zuppelt das immer. Ich sehe gerade, in der Aufnahme zuppelt das nicht. Das an dem VC liegt. Okay, so, wir müssen hier durch. Kann es nicht ändern. So, haben wir alle? Wir haben auch beide Metallplatten. So, da ist noch mal eine Kiste. Jawohl, wieder eine Zombie-Maskenpanzerung. Diesmal eine männliche. Hat genauso viel Schutz. Also Zöpfchen finde ich dann schon besser. Zerlegen. Zerlegen. Zerlegen und zerlegen. So, dann holen wir mal den ganzen Loot hier. Ey, du stehst im Weg. Jawohl. Ah, hier ist auch der Durchgang. Oh. Ah, nee, hier ist auch noch was. Ah, danke. Da ist auch noch was. Schwarz. So, dann lass mal. Wieder zurückgehen und zurückteleportieren. Ach, diese Viecher, ne, die sind auch. Oh, Salbei. Ich will immer mit der linken Maustaste sammeln. Das ist, wo war denn hier der Teleporter da? Paradise. So, dann ab, zurück nach Hause. Und dann Wilder Wald. Die Startrampe. Gebäude. Ich brauche noch ein Seil. Einmal mehr, weil ich ja für mich wieder welche brauche. So, Gebäude. Fähigkeiten. Oh, ich habe 2 Punkte. Das machen wir dann. Gebäude bauen. So.
denke mal, ich muss dann hier die Rakete. Da. Dann machen wir das dahin. Dann stört die da auch nicht so, ne? Du hast die Demo abgeschlossen. Aber ich werde euch noch ein paar Sachen zeigen, weil so, ich bin jetzt Level 10 und kann neue Waffen bauen und wir können ja auch noch ganz viel erkunden. Halt. Und das zeige ich euch dann, wenn natürlich jedes Mal die Karte hier wieder verdeckt ist und diese ganzen Sachen wieder weg sind. Und jedes Mal irgendwas mit dem Zombot ist. Aber man kann noch ein paar Sachen entdecken und bauen. Das würde ich euch gerne noch zeigen. Die Demo an sich ist erledigt. So, die haben... Ach, die sammeln auch den Salbei. Sehr schön. Die Maske tue ich hier auch mal rein. Ich weiß gar nicht, ob ich so noch Truhen bauen kann. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das Ding noch ein. Ja, die sammeln fleißig. Wo ist denn mein Zombot schon wieder? Irgendwo hängen geblieben wieder oder was? Keine Ahnung, ich suche den gleich nochmal. Aber ihr Lieben, ich beende den Teil hier erstmal für heute. Und wie gesagt, ich habe vor, noch was aufzunehmen. Aber wie gesagt, ich finde gerade meinen Zombot nicht. Ich muss ihn mal suchen. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.